So, und weiter geht's bei Let's Play Risen. Es ist soweit. Wir werden uns endlich einem großen, mehr oder weniger großen Boss stellen. Dem Bürger. Der lebt am Ende dieser kleinen Halbinsel hier. Der einzige Zugang führt über diese Brücke. Aber bevor wir da drüber gehen, reden wir noch mit jemandem. Nicht mit Rupert. Hast dich wohl verlaufen, was? Sei besser vorsichtig. Hier draußen ist es gefährlich. Du bist Jäger? Kannst du mir was beibringen? Und ich kann dir zeigen, wie man mit dem Bogen schießt. Außerdem weiß ich, wie man Tieren das Fell abzieht. Was machst du eigentlich hier draußen? Ich warte nur auf die richtige Gelegenheit. Na ja, und was genau hast du vor? Ich werde diese Insel endlich von diesem elenden Gürger befreien. Klingt interessant. Klingt interessant. Erzähl mir mehr davon. Er ist ein schreckliches Monster. Groß und kräftig. Und er raubt Kühe und Schweine. Niemand glaubt, dass es ihn wirklich gibt. Aber ich weiß, dass er existiert. Und ich werde es beweisen. So, so. Und wie willst du das anstellen? Ich werde seine letzte Fährte finden und das Scheusal stellen. Dann wird jeder sehen, dass ich recht hatte. Und niemand wird mehr über mich lachen. Aha. Erklär mir deinen Plan. Siehst du diese lange Hängebrücke dort? Sie führt auf diese große Felsenhalbinsel. Nach allen Fährten, die ich gefunden habe, bin ich mir sicher, dass der Gürger irgendwo dort seinen Hort haben muss. Du siehst mir so aus, als könntest du ordentlich austeilen. Lass uns die Halbinsel mit vereinten Kräften ausmisten. Ja, ich werde dir helfen, den Gürger zu jagen. Ha, sehr gut. Ich kann jede Hilfe gebrauchen, die ich kriegen kann. Das wird aber kein Spaziergang, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich werde vorgehen und du wirst mir folgen. Hört sich gut an. Sag Bescheid, wann es losgeht. Komm mit. Wie du willst. So. Jetzt geht die Post ab. Denn unser guter Freund Rupert hier ist unsere Waffe gegen den Gürger. Könnte man zumindest so ausdrücken. Und ich muss jetzt eigentlich nur die Gnome zu ihm locken. Und der gute Freund Rupert erledigt den Rest. Obwohl ich eigentlich kein Bogenschütze bin, kann ich den jetzt besser von hinten supporten. Hinter die Ohren. Das wäre geschafft. Du brauchst wohl dringend was hinter die Ohren. Das wäre geschafft. Das sieht gut aus. Ah ja, richtig, stimmt, der Kerl schnappt sich auch immer die Waffen. Hört ihr das Grün? Das, meine Freunde, ist die Risen-Version des Schattenläufers. Die Aschenbestie. Dort oben lauert eine. Aber die werde ich mir jetzt nicht holen. Ich will den Gürger. So, dann nimmt die ja auch nur aus, wenn er sie selbst getötet hat. Und da ich sie getötet habe, nimmt er sie jetzt auch, will er sie jetzt auch nicht ausnehmen. Von dem her halb so wild. Ja doch, er nimmt sie trotzdem aus. Diese kleinen Hutzelgnome hier müssen wir höllisch aufpassen. Die sind saugefährlich und klauen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Okay, dann pass gut auf. Lass uns weitergehen. Dazu kommt aber, dass sie einen echten Schatz nicht von einem Felsen unterscheiden können. Sie sind echt saumäßig dumm. Vorne sind noch mehr Gnome. Du hast keine Chance gegen uns.
nicht mehr genug Mal. Wow, der Schuss war geil. So. Häuptling? Oh, der hat nichts dabei. Und da ist noch eine Truhe, die nehme ich auch noch gleich mit, beziehungsweise den Inhalt nehme ich mit. Eine Perlenkette, Nautilus-Verwandlung und eine Perle. Naja. Was will ich denn jetzt machen? Ich wollte dich mal... Na egal, heile ich mich halt eben so. Nimm ein bisschen rum gegen den gegen das Mana-Defizit und noch. Ja, da war doch irgendwo bestimmt noch, ja, die Bären hier. Dann esse ich noch mal das hier und noch ein Druiden-Schierling. Und irgendwas für Health. Lecker. Ja, seht schon, wir sind erst ein ganz kleines Stück auf der Insel gegangen. Wir müssen noch ein ganzes Stück weitergehen. So, jetzt kommt Rupert. Na komm schon. Während sie jetzt versuchen, ihn einzukreisen, kann ich die Viecher sowas von abschnetzeln. Die anderen Viecher machen wir auch noch platt. Einkreisen lassen sich Wölfe selbst gar nicht gerne. Aber man kann Wölfe sowieso nur sehr selten einkreisen. Da geht es wieder hoch zu dem Plateau, wo die Schattenbestie ist, aber das ist eher so eine Art Mini-Boss. Für so nebenher. Viel Lebensenergie habe ich verloren. Neun getrunken und weiter geht's auf zur Tat. Jetzt wird's kompliziert. Ich würde vorschlagen, weiter nach Norden zu gehen. Der Weg nach Osten gefällt mir irgendwie nicht. Warum nicht? Die meisten Spuren der Gnome führen nach Norden. Es ist seltsam. Ist das nicht irgendwie eine Scheißsituation? Es kann gut sein, nach dem, was ich hier sehe, dass sie mit dem Bürger zusammenarbeiten. Tatsächlich? Vielleicht ist es ja auch nur Zufall. Wir werden's ja bald erfahren. Geh weiter. Hast du kurzen Prozess gemacht? Jep. War auch nicht weiter schwer. War ja nun Gnome. Aber trotzdem gehe ich den Weg nach Osten. Bloß weil es diesem Rupert nicht gefällt, heißt es nicht, dass der Weg nach Osten schlecht ist oder gar falsch. Also er führt sowieso wieder auf dem Pfad nach Norden, aber hier ist noch eine Heldenkrone. Ja. Mit dem Biest hast du kurzen Prozess gemacht. Es ist hier nichts gewesen, das Vieh, das... Ja. Ich habe ein echt schlechtes Gefühl bei dem Weg hier. Ich will ja nicht meckern. Aber hier oben sind wir verkehrt. Das habe ich im Urin. Meine Fresse, ich hasse es, wenn dieser Kerl mich immer zurechtweisen will. Er will mich immer auf den rechten Weg zurückführen und... Naja, egal, er kommt trotzdem überall hin mit, aber... Genau. Donnerhexen. Gucken wir auch mal, wie viel Schaden das magische Geschoss bei denen macht. Oh, fast gar nichts. Ja, diese Viecher können sich in ihre fetten kleinen Panzer zurückziehen.
Nützt aber auf ewig auch nichts, dass wir die sich da ein bisschen blockieren. Und nochmal von vorne. Ach, und nochmal. Was? Dietrich ist abgebrochen. Okay, aber jetzt. Und nochmal von vorne. Jetzt kenne ich wenigstens die Kombination. Wer sagt's denn? Was ist das hier? Ein Stein. Ein ganz gewöhnlicher Stein. Wie langweilig. Warum ist da ein Stein drin? Ist das jetzt irgendwie ein Gag oder... Ich kapiere es irgendwie nicht. Oh, jetzt habe ich gerade gedacht, das ist ja noch eine zweite Donnerechse. Was will ich, muss man noch die Pflanzen auf dem Plateau hier einsammeln. Hey, das Soundtrack gerade ist aber cool. Ich habe ja gehört, dass inzwischen gehört, dass bald Risen 2 erscheint. Risen 2 Dark Waters. Und irgendwie habe ich das Gefühl, als wäre dieses Game richtig cool. Piraten, Voodoo, in einem eigenen Schiff, einer eigenen Crew. Patty ist wieder dabei, Kapitän Stahlbart ist dabei. Ob es der gleiche Held ist wie vorher, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Allerdings wäre Risen dann wahrscheinlich wirklich kein Game in Gothic-Manier. Ja. Richtig fette Viecher diesmal. Gut, dass das Game speichert. Das ist nämlich Ogre. Und seht ihr, wie wenig Schaden wir gegen die machen? Du hast keine Chance gegen uns. Das sind wirklich mächtige Krieger. Seht ihr, wie viel Schaden die im Rupert machen? Ja, deswegen mache ich jetzt lieber mal laden. Und gehe den ganzen Weg wieder zurück. Weil echt, ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass Rupert von den Viechern erlegt wird. Und ich bin selbst noch viel zu schwach, um es mit denen aufzunehmen. Das bin ich erst relativ spät im Spiel. Und dann kann ich immer zurückkommen und sie schnetzeln. Geschnetzelte Viecher. Ich mag ja persönlich geschnetzeltes. Geschnetzelte Viecher. Wäre auch nicht schlecht. Auch wenn mir dann ein bisschen so viele Programmzahlen drin stecken. Aber ich sehe gerade, ich bin schon wieder über meine eigene Zeit. Also, ich mache dann jetzt einen Cut und wir sehen uns nächste Episode wieder. Also, bis dahin.